Hey, ihr Robonauten, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von RoboCraft. Und hier ist er, unser neuer Bot, der Plasmaspender. Das ganze Ding ist, wie der Name schon sagt, ein Plasmabot. Das Teil ist Tier 8, besteht aus 6 T8 Plasmakanonen, komplett aus roten T8 Blöcken, aus diesen 4 T7 Schilden und aus 4 T8 Schilden, vorne sowie hinten. Denn eine kleine Besonderheit ist, dass er hier eine Seite gelb ist, liegt daran, würde ich das aus Rot bauen, würde das Ding ins T9 gehen und das möchte ich nicht. T9 wäre mir jetzt erstmal ein bisschen zu heftig und nö, habe ich keinen Bock drauf. So, der Flipper ist wie immer hier unten drin, wunderschön verbaut und dann haben wir noch einen Radarjammer, den haben wir hier hinten unter den Schilden. Da ist er. So, T5 der Radarjammer. Ja Freunde, das ist er, unser neuer Bot, der Plasmaspender, dann würde ich mal sagen, ohne lange rumzuheulen, gehen wir jetzt mal in den Kampf. Ich hoffe, die Server laufen. Vorhin habe ich gesehen, dass die T7-Server definitiv down waren. Da haben einfach mal 380 Leute so gewartet. Aber die Server rennen. Wir sind im Spiel. 155% gibt es zu holen. Dabei ist der SMG FGT, der B22, der Lexotanil, der T3 Trax, der Krapasak. Unschöner Name, Krapasak. Wen haben wir so im Gegnerteam drin? Den Turo, den Hell from Above MK2, den Mark 8 Medic. Oh, die haben schon mal Medic drin, das ist schon mal scheiße. Haben wir Medic drin? Ich sehe zwei Medics sehe ich. Okay, das ist ganz okay. Ich sage ja immer so 2, 3, das ist optimal. Nee, wir haben drei. Super Sache, das ist natürlich richtig geil. Und was mir auch so aufgefallen ist, die Räder im RoboCraft, die funktionieren eigentlich wieder besser, wie ich gedacht hätte. Also damals, wo die Umstellung war mit diesen Ketten, da waren die Räder ja richtig beschissen und mittlerweile müssen die ja schon wieder irgendwas dran gemacht haben, FreeGM, weil die Räder laufen eigentlich wieder richtig gut. Okay, Freunde, Runde ist gestartet. Wir spielen diese, diese Reulige Canyon Map aus. Ich kann ja nicht so jeder Map sagen, reulig, aber für Plasma ist die Canyon Map reulig. Das muss man im Endeffekt immer festhalten, ja. Das ist eher so eine Rail- und SMG-Map. Bis jetzt auf meiner Sniper-Position habe ich noch nichts gesehen. Da oben ist ein, das ist ein Bomber, das ist ein SMG-Bomber. Aber ich denke mal, so wie es aussieht, fahren die kompletten gegnerischen Tanks über links. Schauen wir einfach mal, wenn wir jetzt näher ranfahren, ob wir da vielleicht was machen können. Vielleicht können wir ein paar von hinten wegbremsen. Das ist ja jetzt wieder möglich mit Rädern, ne? Da sind wir ja wieder wesentlich schneller und flexibler. Boah, boah, da kommt hier einer um die Ecke geballert mit seinem kleinen Moped wie so ein Verrückter. Das Teil, das hat ja eigentlich Hoover-Antrieb, aber irgendwie scheint er zu schwer zu sein dafür. Vielleicht sollte er sich mal ein bisschen größere Hoover-Blades kaufen. Aber abgehen tut er gut. Also wie so ein Wüstenrenner hier von Star Wars. Das ist ja auch schön, ne? Dieses Jahr, ich glaube jetzt im Dezember, soll ja dann wirklich der neue Star Wars-Film kommen. Also da freue ich mich auch immens drauf. Zum Glück hat George Lucas auch wieder mehr als genug mitzureden gehabt. Ich hatte schon Angst, jetzt wo Disney die Rechte gekauft hatte, dass sie die komplette Star Wars-Trilogie versauen tun. Oh, das war schon der erste Abschuss jetzt, das war ein One-Hit, geile Sache, aber ich glaube, der war auch ziemlich down in Sachen Prozenten. Ballern wir gleich nochmal da hinten rein, so ein Treffer war es, aber kein Volltreffer, nicht so richtig gut. Da hinten haben wir auch noch einen Plasma-Bot, der hält hier auch fest auf uns rein, schießen wir da auch mal rüber. Hier hast du es, du Arschloch. Da oben ist noch ein Bomber, den habe ich jetzt versucht zu scouten, aber leider nicht geschafft. Ja, wir müssen ein bisschen höher ziehen, okay. So, jetzt, friss Scheiße. Ja, war ein Treffer aber auch nicht so optimal. Oh, und jetzt werden wir gerade wieder richtig gut vom gegnerischen Team auseinandergenommen, so wie ich das sehe. Ah, gut, okay, jetzt haben wir wieder ein bisschen aufgeholt. Es steht 3 zu 4. Wir sind aber definitiv an ihrer Basis. Allerdings ist das Problem, da oben schwebt ein Bomber. Ich kann jetzt mit meinem Plasma da nichts gegen machen. Da müssen wirklich jetzt die SMG-Tanks ran. Die müssen dem kräftig einschenken. Aber die schenken dem auch kräftig ein. Der hat ordentlich Prozente schon verloren. Das ist sehr gut. Mal versuchen, den Plasma-Bot da oben welche reinzudrücken. Ja, das war auch wieder ein Treffer. Allerdings auch nicht optimal. Oh, der ging drüber. Hätte ich ein bisschen tiefer gezielt, wäre es jetzt ein optimaler Treffer gewonnen. Aber leider nicht. Jetzt habe ich schon ein bisschen Probleme mit dem Lenken. Oh, und diese ganzen Bomber, die hier rumkreisen, die kotzen mich an. Jetzt kommt da hinten noch ein neuer Bomber an. Das ist natürlich richtig mies. Lass mal gucken, dass ich hier wieder wegkomme. Ja, vielleicht kann ich ihn ja irgendwie treffen. Nee, war nix. Ah, es sieht nicht gut aus, Die Gegner verlieren einfach zu wenig Tanks und ich kann ihn da oben irgendwie nicht so wirklich wegholen. Ich versuche jetzt mal rumzufahren und dem mal richtig einen zu verpassen. Mittlerweile übernehmen die Gegner allerdings schon unsere Basis. Ist natürlich ein bisschen bepisst, das kotzt mich etwas an jetzt gerade. Jetzt juckt mir auch da die Nase, ich sag's ja. Ich krieg heute noch einen auf die Schnauze. Zuerst jucken mir die Augen, danach juckt mir die Nase. Ich weiß gar nicht, passieren kann. Ich sitze zu Hause, ich habe euch auch nichts vor. Ich möchte jetzt gehen auf Party gehen, zu keiner Disco. Ich kann mir keiner aufs Maul holen. Naja, wer weiß, was noch passiert. Vielleicht kommt der Boogie-Man aus dem Schrank raus und passt hier völlig keinen Donner ein. Aber dafür habe ich den jetzt erstmal richtig eine verpasst. Das war der zweite Abschuss für den Plasmaspender in dieser Runde. Jetzt versuche ich mal da hinten.
dem Bot noch einer aufzubrennen, ist aber nichts gewonnen. Und ich fahre jetzt mal erstmal zu unserer Basis wieder rüber und probiere mal, ob ich vielleicht irgendwie auf das gegnerische Capturing bremsen kann. Weil ansonsten ist das Teil hier sowieso verloren. Wir sind bloß noch zu dritt und die Gegner sind schon relativ weit. Und da oben, der Bomber, der kotzt mich jetzt natürlich an. Ja, da sehe ich ein bisschen alt aus mit so einem Plasma-Bolt. Gegen so einen Bomber. Oh, jetzt hat er mir auch die Räder weggeschossen. Ah, oh, ich kann ihn einfach nicht treffen. Das ist richtig beschissen. Ah, jetzt habe ich einen Treffer verpasst. Das hat ihn nur gut Prozente gekostet. Aber es wird mir alles nichts mehr bringen. Weil die Runde ist jetzt verloren. Schade eigentlich. Zwei Abschüsse gehabt, hätten wir die Runde gewonnen. Bei 150%, das hätte schon ganz schön Kohle gegeben. Aber gut, es sollte halt nicht sein. Kann man nicht ändern. So, gucken wir mal, was ist rausgekommen. Blablabla. 12.240. Naja, gut, ist halt T8, ne? Da kann man nicht so viel erwarten. Also, wenn man jetzt im T10 spielt. Ich sag mal, wo ich vorhin so mit dem Gigantus Pornorosus die ganze Zeit im T10 gezockt habe, um mir ein bisschen Kohle zusammenzusparen für diesen Hobel hier. Da war ja so der Schnitt so beim Lost 50.000, weil es war immer 200%. So 50.000 und beim Win, da hat man halt dann so wirklich gleich mal so 100.000 abgegrabt, ne? Also, schon eine geile Sache, sag ich mal. Ist jetzt echt krass, wenn man jetzt diese Woche halt viel Robocraft spielt, da kann man sich echt ein paar Millionen zusammensparen, da ja alle Leute gerade Premium haben, durch dieses Christmas-GIF. Gut, Freunde, die nächste Runde startet, wir spielen die Ekel Canyon Map. Da müssen wir halt mal schauen, was wir so mit Plasma wegrocken können. Ah, der ist ja auch niedlich hier drüben. Vier so einen kleinen Kettenantrieben, das sieht ja auch süß aus. Ah, ja, genauso. Oh. Ist mal wieder erfrischend, so im niederen Tier zu spielen, mal wieder so ein bisschen was anderes zu sehen, als nur diese riesen fetten T10-Ketten an jedem Tank drinne. Ganz nett in jedem Fall. Gut, dann gucken wir jetzt mal, wir brettern einfach mal über links. Und werden dann mal schauen, was wir so weghauen können. Ey, sag mal, tickst du nicht richtig oder was? Kommt hier auf mich, Ruffi stürmt, Junge, wollt ihr mich besteigen oder was? Junge? Sexuell unbefriedigt oder was? Komm her, ich fahr hier mal den Hintern, so. Vielleicht befriedige ich das ja jetzt. Ah, da unten haben wir schon den ersten gegnerischen Bot. Es sieht aus wie ein Plasma-Bomber. Ich werde mal hier auf den warten. Vielleicht kann ich hier so einen richtig optimalen Schuss abgeben. Aber nee, das lässt er mich nicht. Der fliegt hinten lang, das Schwein. Ja, der verdeckt sich schön. Macht er gut. Muss man ihm lassen. Und ich hänge jetzt hier mit meinen Rädern so ein bisschen fest. Komme hier irgendwie den Berg nicht mehr hoch. Das kotzt mich natürlich an. Mal drehen. Vorwärts geht es ja immer schneller wie rückwärts, ne? Ah, hier, das war wieder der sexuell Unbefriedigte. Und der ist auch noch Heiler. Ah ja, der sucht also die Nähe. So, jetzt lass mich mal hier durch, Junge. Jetzt habe ich gedreht, jetzt will ich hier auch durch, ey. Meine Güte, du. Oh, doch nicht die steile Kante hoch, Mann. Oh, ja, da sind sie wieder, meine Probleme mit den Rädern. Da sind sie einfach mal wieder. Und jetzt müssen wir eigentlich schon wieder zurück zu unserer Basis. Da ist aber auch das Problem, dass wir halt so steil bergauf müssen, um da die Gegner irgendwo wegzukloppen, die gerade die Base capturen. Aber weit ist es ja nicht entfernt. Das sollte machbar sein. Ich stehe jetzt hier auch relativ gut. Ich dachte gerade, dass jetzt mal der erste Schuss so schon in Richtung der Gegner an unserer Basis gegangen ist, aber da scheint ja jede Menge zu sein. Uiu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 i. Da kommen mir gleich erstmal zwei entgegengefahren, das ist natürlich übel. Und so wirklich scheint unser Team auch nicht dran interessiert zu sein, die da wegzubashen. Das ist natürlich ganz schlecht. Damit sieht es eigentlich schon mal so aus, als ob die Runde hier definitiv ein Loss wird. Ja, die haben auch einen Heiler mit drin, also ich kann jetzt hier reinholzen, so viel ich will. Wenn das nicht immer Volltreffer wären, dann kriege ich den definitiv nicht runter und damit war es das auch schon, Team defeated. Ganz schlechte Runde, muss man sagen. Ganz, ganz schlechtes Teamwork. Niemand hat wirklich darauf geachtet, dass die Gegner an dieser Seite durchfahren und dass halt unsere Base gecaptured wurde, ne? Es ist keiner zurückgekommen, außer ich, und da waren einfach zu viele Bots, um da jetzt was machen zu können. Ist natürlich richtig schlecht. Naja, was soll jetzt nächste Runde? Mittlerweile bin ich auch schon Level 82, 1314 Flops kann ich insgesamt verbauen, das ist natürlich schon ordentlich, aber naja, für T10 ist es okay, sagen wir es mal so, aber im Endeffekt im T10 kämpft man halt gegen Leute, die wirklich auch schon 1500 Flops haben, das sieht man auch in den Schilden, die drin haben, die haben nur noch die T10-Schilde verbaut. Ganz, ganz böse Sache, wenn da in so einem Bomber entgegengeflogen kommt, habt ihr auch schon öfters gesehen, ne? Der kommt dann von oben, ihr ballert mit euren SMGs auf den einen und, naja, so wirklich jucken tut denen das nicht. Aber euch juckt es halt schon, wenn seine T10-Plasma-Kanonen runterkommen, ne, und eure Schilde nicht gerade nach oben stehen. Was ja relativ schwierig ist, weil dann könnte man ja auch nicht mehr hochschießen, wenn die Schilder über die Kanonen stehen würden. Naja, das ist halt so der Nachteil. Und dann macht es mal ganz schön dolle Aua. Ja. Gut, Freunde, dritte Runde ist gestartet. Wir spielen mal wieder die Canyon-Map. Ich habe mich wie immer auf meine Sniper-Position da oben gegeben, in der Hoffnung, auch wie immer, dass natürlich mir nicht die ganze gegnerische Armee entgegengebrettert kommt.
Und dann wollen wir doch einfach mal schauen, dass wir von hier oben ordentlich runterholzen können. Ah, da kann ich gleich mal indirekt das Feuer nach da hinten abgeben. Das wäre sogar fast ein Treffer gewesen. Also wäre ein bisschen schneller reingefahren, den hätte ich ihn definitiv getroffen. Mal gar nicht so schlecht, sag ich mal. Ja, jetzt sind wir hier oben auf unserer Sniper-Position. Ich sehe erstmal nichts von links reinrollen. Stech mich einfach mal hier hin. Und hol jetzt auf den Typen mal rauf. Wunderschön, getroffen habe ich, ne? Aber gleichzeitig stecke ich natürlich jetzt hier auch fest. Jetzt muss ich mit ein bisschen links und rechts fahren. Mich da wieder rausholen. Ich habe jetzt natürlich eine beschissene Position zum Feuern. Ich muss ein bisschen schräg stehen oder beziehungsweise gerade, aber halt nicht schief nach hinten. Das ist ganz blöd und Großteil der Gegner befindet sich jetzt in der Mitte. Die wollen sich jetzt hinter dem Stalagmiten da verstecken. Das können sie auch vergessen. Da holt sich kräftig rein. Ich muss höher schießen. Ich muss definitiv höher schießen. So, scouten wir den gleich nochmal. Oh ja, das war ein schöner Treffer. Das war ein schöner Treffer. Der hat den gleich mal 20% abgezogen. Jetzt muss ich dranbleiben. Nochmal ein Treffer, allerdings nicht so knallhart wie der erste. Jetzt verschwinden sie hinter den Steinen. Ich schieße einfach hier nochmal hin. Wird nichts. Also rolle ich jetzt hier mal runter. Wunderbar, wir sind schon mal nicht auf dem Rücken gelandet. Setze immer noch ausgeglichen der Punktestein. Beide Teams voll besetzt. Ah, die Spinne, die hat mir jetzt ein bisschen den Schussradius verbaut. Muss ich mal gucken, dass ich irgendwie den Heiler da mal welche aufbraten kann. Beziehungsweise den beiden Heilern. Ansonsten ballern wir uns hier noch kaputt. Naja, toll, du Idiot, Alter. Junge, hat diese dämliche Spinne sich mal genau vor mich gestellt. Aber jetzt geht's kräftig rein. Die sind ordentlich angeschlagen. Und wenn diese dämliche Spinne mal abhauen würde, jetzt wird er mich hier kaputt heilen mit seinem Skorpion. Ey, hau ab. Jawohl, den haben wir richtig schön auseinandergenommen. Auf 20% ist er runter. Jetzt verpasse ich ihm noch den Todesstoß, wenn nicht irgendjemand anders mir das Ding noch klaut. So, schönes Ding. Damit haben wir schon mal zwei Frecks weg für diese Runde. Ist natürlich sehr geil. Da drüben haben wir auch noch ein paar Low-Prozenter. Rein da. Oh, ich habe jetzt noch drei Plasmakanonen. Der Heiler, der hat gut gearbeitet. Die haben mir ordentlich Plasmakanonen gekostet. Aber ich gebe hier nicht auf. Ich will noch Frecks haben. Aber die Gegner sind immer noch im Vorteil, muss man sagen. Die sind im Vorteil. Ja, schönes Ding. Jetzt hat es den Heiler erwischt. Super Sache. Jetzt haben wir noch einen zweiten Heiler. Den haben wir jetzt auseinandergenommen. Das war leider nicht mein Freck. Und auch der da hinten war nicht mein Freck. Schade, schade, schade. Und jetzt haben wir natürlich das Problem mit dem Bomber hier oben. Den müsste der SMG-Bot kriegen. Beziehungsweise sollten wir vielleicht mal versuchen, jetzt auf deren Basis zu fahren. Das könnte ein Vorteil sein, wenn wir jetzt schon anfangen zu capturen, dass wir ein paar Balken schon mal voll kriegen. Ich mache das jetzt auch einfach mal. Ich habe nämlich keinen Bock, mich mit dem Bomber anzulegen. Der nimmt mich sowieso auseinander hier mit meinem scheiß Plasma. Ich frage mich, ob die Entwickler von RoboCraft das auch irgendwann noch bringen werden, dass man verschiedene Waffen halt aufbauen darf. Vielleicht mit so einem Umschaltmodul, was dann halt schweinisch teuer ist, aber man kann dann halt zwischen SMG und Plasma oder Heal oder was auch immer wechseln. Das wäre vielleicht auch eine ganz nette Idee. Müssen wir bloß mal gucken, wie es da mit dem Balancing ist. So, jetzt fangen wir hier gerade, ja, es fangen gerade beide Teams an, hier die gegnerische Basis zu übernehmen jeweils. Da lassen wir uns natürlich nicht lumpen, da brettern wir jetzt alle mal hier auf die Basis der Gegner rauf und hoffen mal, dass der Bomber nicht so schnell kommt, weil mit vier Mann übernehmen wir echt schnell. Ja, da könnt ihr mal sehen, wie die Balken jetzt nach oben schießen. Der Gegner ist bloß noch zu dritt. Ich meine, ich könnte jetzt hier mal in... Oh, da ist der Bomber, da ist der Bomber. Vor dem habe ich Angst gehabt. Vor dem habe ich echt Angst gehabt, weil der kann uns hier schön runterschießen. Der kann uns definitiv jetzt richtig gut ausbremsen. Da müssen wir extrem vorsichtig sein. Extrem vorsichtig. Ja, da hat er es nämlich schon geschafft. Und wenn unsere SMG-Tanks jetzt den hier schnell down kriegen, dann schaffen es definitiv die Gegner, unsere Base zu übernehmen, bevor wir überhaupt irgendwas machen können. Das wäre jetzt natürlich bitter, das war jetzt echt bitter und das wird auch richtig bitter, denke ich mal. Das wird richtig bitter, wir werden das Ding verlieren, obwohl wir eigentlich definitiv die Siegermannschaft wären. Rein vom Skill her, ja, aber okay. Sie hatten jetzt halt mehr Glück. Bringt jetzt alles nichts mehr, wir haben verloren. Schade, 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 war eine schöne Runde, zwei Abschüsse, so auch gut gelaufen. Also hätten wir gewonnen, der Victory-Bonus, der wäre erheblich gewesen. Aber gut, man kann halt nicht alles haben, ne? Gucken wir mal. Ja, wir haben schon ordentlich Schaden gemacht. 19.223 im T8 für eine verlorene Runde. Also das ist ordentlich. Das ist definitiv ordentlich. Aber es sollte halt nicht sein, Freunde, ne? Na gut, ich mache jetzt erstmal wieder einen kleinen Cut. Wie immer würde ich mich freuen, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Und vergesst das Liken und Abonnieren nicht. Ciao.